Hallo, hallo, hallo. Demi, Let's Play Level. Längere Pause. Mal wieder. Es tut mir leid. Ich habe mehrfach irgendwo erwähnt, woran es lag. Und zwar ist mir ein wenig was mit den Aufnahmen passiert. Die sind asynchron geworden. Insgesamt, ich glaube, 4 Stunden Videomaterial. Man sollte nicht zu viel aufnehmen und dann testen, ob das alles so passt. Ich habe jetzt meine Aufnahmemethode gewechselt und wir werden einfach mal schauen, ob das was ändert, ob das was bringt. Und wenn es was bringt, dann bin ich gerade quasi um 500% effizienter geworden mit dem, was ich hier tue. So, wir haben zwei Hacks. Man kennt das Prinzip. Der eine ist von Buraki D, der andere ist von jemand anderem. Mensch, diese Logik in meinen Sätzen. Was ist hier? Okay. Mein Gamepad leuchtete nicht, deswegen war ich eine Sekunde lang ein wenig verwirrt. Nach einem harten Kampf gegen King Buu suchte Emero ein wenig Entspannung. Also, Buraki D gab es irgendwann schon mal vor vermutlich längerer Zeit, da ich gerade nicht mehr klar weiß, wann es war. Es ist anzumerken, ich kenne ein paar der nächsten Hacks. Ich habe einfach jetzt alles in einen riesigen Ordner geschmissen und ziehe da immer wieder so ein bisschen was raus. Und es kann vorkommen, dass ich das kenne. Emeros Camp. Emero, in den Tiefen des Ozeans gibt es eine geheime Höhle. Löse das dortige Rätsel und der Schatz gehört dir. Okay. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob ich das schon gespielt habe. Das kann sein. Das Regenbogenriff. Mensch, wir gehen tau. Wasserlevel, oder? Oh mein Gott. Oh je. Ich gucke mir das hier an und bekomme nicht das Gefühl, es jemals gespielt zu haben. Also. Nehme ich einfach mal an, das hier ist eins der neuen Level, das ich jetzt noch nicht kenne, dank den Fehlaufnahmen. Nehme ich an. Das erste, was mir auffällt, ist halt wirklich dieser Fakt Wasserlevel. Und ich muss sagen, ich mag dieses, ich mag einmal den Fakt, diese Ranken hier als Korallen zu nutzen. Das ist eine ganz nette Idee. Ich mag auch dieses ganze Farbengespiel hier. Dadurch. What the fuck? Okay. Okay, ich bin froh, das hier nicht aufgenommen zu haben, weil das hier vermutlich allein wegen der ganzen Farben schon wieder alles asynchron geschoben hat, hätte. Ich weiß nicht, was da mit meinem Programm los war. Punkt 2, der mir deutlich auffällt. Ich bin gespannt, ob und wenn, wie interessant das Ganze hier gestaltet ist. Denn man muss immer noch bedenken, es ist ein Wasserlevel. Und ich. Oh Gott! Oh, das war knapp. Ich weiß nicht. Wow. Ein Hoch auf Echos. Ich weiß nicht, ob mich das wirklich über lange Zeit vom Hocker haut. Ich weiß auch nicht, wie lange sich das Level ziehen wird, aber. Ich weiß es nicht. Ich weiß so vieles gerade nicht, wie man merkt. Aber wir. Oh Gott. Oh, ihr seid so blöde. Man wird es mit der Zeit sehen. Ich will da auf jeden Fall hoch. Weil wir da oben gerade schon irgendwo eigentlich einen. Nee, haben wir doch nicht. Habe ich mir den gerade eingebildet? Da war doch ein Pilz. Wo ist mein Pilz hin? Ich habe mir den verdient. Bullshit. Bullshit. Ich habe den doch gesehen. Oder? Da war doch ein Pilz. Ich bin doch jetzt nicht ganz blöd. Was soll denn das hier? Also so langsam. So langsam. Weiß ich nicht. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ich weiß. Oh Gott. Das war jetzt nicht so gut. Ich weiß, dass mein Echo gerade aus. Was? Wo ist mein Höhlenecho hin? Da ist mein Höhlenecho hin. Okay, wenn ich zurückspule, geht das Höhlenecho aus. Gut zu wissen. Also werden wir nicht zurückspulen. Lieber Cheep Cheep. Das war scheiße. Und jetzt kommen wir hier, jetzt müssen wir einmal zurückspulen. So, bis hier so ungefähr. Dieser Rippfanfisch möchte da nämlich einmal. Und dann möchten wir nach Möglichkeit. So. Und dann ist damit die Situation so gerade eben noch gerettet. Ah, und der dreht hier schon. Okay. Gut. Man lernt nie aus. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich gerade meinen Satz angefangen habe. Diese kleine Misere mit dem Rippfanfisch hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Da ist ein Mond. Diesmal habe ich mir den nicht eingebildet. Ganz sicher nicht. Den will ich haben. Den will ich sowas von haben. Das glaubt man gar nicht, wie ich den jetzt gleich haben will. Wenn ich da hinkomme.
Mond, Mond, Mond. Alles andere ist jetzt erstmal egal. Ich will diesen Mond. Dankeschön. Blöde Mistgrütze hier. Okay, kann man hier rein? Man kann hier rein. Das ist jetzt... irgendwie... das ist auf jeden Fall das Donkey Kong-Gebiet. Der Hintergrund ist doch aus Donkey Kong, glaube ich. Oh, jetzt ist das Echo wieder aus. Aber damit muss man jetzt leben. Ups. Das ist der Donkey Kong hinter... okay, das ist jetzt das Donkey Kong-Gebiet. Da brauche ich einen P-Switch für. Und das könnte eigentlich auch das Donkey Kong-Gebiet sein. Ja, Namensgebung. Hier ist noch eine Röhre. Mit einem Plus. Wahrscheinlich heißt das so viel wie ja. Okay, dann schwimmen wir mal durch das Plus-Gebiet. Das hier ist jetzt das blaue Donkey Kong Plus-Gebiet. Nicht hinterfragen, einfach so hinnehmen. Und je weiter man rein... das ist eine coole Idee! Wir schwimmen hier halt weiter rein und dementsprechend ist halt das Licht nicht mehr so. Da steht was geschrieben, da steht Emero, glaube ich, geschrieben. Ich habe auf jeden Fall Eme gesehen. So, nehme ich einfach mal an, dass das Roh da hinten auch noch kommt. Eme... oh, nein, das ist ein Cheep Cheep. Fuck. So, Emero, yay! Da steht mein Name. Und da ist nix. Wir laden erstmal kurz neu für das schöne Höhlenecho, dass das irgendwie fehlte. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Also hier... es ist ja jetzt inzwischen ganz offensichtlich, ich brauche einen P-Switch. Und... was ich mich jetzt frage, ist, da gibt's Muncha. Und ich habe das Gefühl, dass hier jemand nicht so ganz durchdacht hat. Beziehungsweise sich was gedacht hat, was aber vollkommen Schwachsinn ist. Wenn ich nämlich jetzt vermuten müsste, würde ich sagen, anhand dieses Aufbaus ist irgendwo ein silberner P-Switch versteckt. Und dieser silberne P-Switch... ja, wie erkläre ich das jetzt am schönsten? Dieser silberne P-Switch verbaut quasi die komplette Idee dieses Levels. Ich vermute jetzt einfach mal, hier war die Röhre, glaube ich. Hier war die Röhre. Dass man auch in die Richtung kann. Ja, das sah nämlich schon von Anfang an ein bisschen danach aus. Oh Gott, Torpedo-Tets. Bitte habt Gnade mit mir. Also, meine Theorie ist, irgendwo auf dieser Seite lässt sich jetzt ein silberner P-Switch finden. Wenn diese Theorie von mir hier irgendwie bestätigt werden kann, indem ich einen finde, dann wäre das voll cool. Hier spielt auch das Licht irgendwie ein wenig auf andere Art und Weise verrückt. Dabei habe ich die Idee eben noch so gelobt. Wow. Kollege, bitte benutze doch mal mehr als zwei deiner Hirnzellen, wenn du spielst. Danke. So. Hier unten geht's nicht weiter. Da ist ein Block. Ich wette, da drin ist was. Da war ein Block. Block, 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 Block. Oh, und das Schöne ist, dann haben wir ein Item. Oh, ich werde so schnell schwimmen, das wird keiner glauben. Oh, wird es gut. So. Ja, wenn man da mal hinkäme und hier nicht noch... oh mein Gott, wie viele Kurven im... oh mein, ich möchte doch nur an diesen P-Switch. Diesen silbernen... wow. Höhlenecho, bitte. Diesen silbernen Schatz hier unten. Gib ihn mir. Ein Glück bin ich hier kaum im Kreis geschwommen letztendlich. Irgendwie so mit viel, viel mehr Weg, als eigentlich nötig war. So. Jetzt Daumen drücken, dass das hier irgendwie passt. Rip, komm mal her. Genau, perfekt. Torpedo-Ted, geh mal in die Richtung. Auch sehr schön. Es ist so schnell mit einem P-Switch. Es ist so gut. Miau. Gotta go fast. Ja, gotta go. Ride in T-Cheep-Cheep. Oh, T-English. T-English. Too good. Nee, es tut mir leid. Also, wir wollen hier lang. Irgendwo hier müsste jetzt auch die Röhre kommen. Wie gesagt, an sich denkt er sich vermutlich, so interpretiere ich es zumindest, er denkt sich, dass ich jetzt mit diesem Switch den kompletten Weg da rechts wieder rüber schwimme. Aber, was er wahrscheinlich nicht bedacht hat, ist, dass, sobald ich durch eine Röhre gehe, dieser silberne P-Switch weiterhin aussieht wie ein silberner P-Switch. Aber, es sei denn, er hat's gefixt. Kann man das fixen? Ich weiß es nicht. Aber
sich verhält wie ein normaler P-Switch, ein blauer. Und dementsprechend können wir diesen silbernen P-Switch jetzt mit durch diese Röhre nehmen. Und dann mit diesem silbernen P-Switch erstmal noch ein Leben abgreifen, noch einen Pilz verfehlen. Sehr gut. Oh meine Güte, was ist denn los mit mir? So, und dann, wenn die hier sich mal beruhigt haben, kann man dann hier drauf hüppeln. Die blauen Münzen agieren weiter als Münzen. Das ist ein kleiner lustiger Bug und das möchten wir vermeiden. Wir möchten da vermutlich direkt... Oh, leck mich doch. Ist hier irgendwo... Da ist, ach, da ist ein rettender Block. Sag mir das doch einer. Kann ich da drunter schwimmen? Hab ich da was von, wenn ich da drunter schwimme? Vermutlich eher weniger, aber ich kann es halt einfach... Nee, komm. Nee, irgendwo ist dann auch gut mit dem Spaß. Oh, wow, wir gehen in das grüne Gebiet. Das hier ist dann wahrscheinlich so langsam nicht mehr ganz so viel Tiefwasser. Ganz so viel Tiefwasser und dementsprechend ist hier ganz schön viel mehr Luft für zum Atmen. Wow. Ich bin heute so wortgewandt. Man kennt es kaum von mir. Es ist unglaublich, was ich hier für Sätze rausreiße. Aber hier kann ich skippen. Lohnt sich das irgendwie, hier was zu skippen? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach provisorisch schon mal. Nee. Okay. Ich nehme einfach mal an, ich soll da rein. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme auch einfach mal an, ich soll auch da rein. Ugh. Das wird nervig. Und sich ein Weilchen ziehen. Ganz ehrlich, dafür wäre ich sogar fast schon lieber klein, damit es einfach mal schneller geht. Und ich mich nicht so lange hier aufhalten muss. Oh mein Gott, Sprite-Lag. Vielleicht ist hier ein bisschen viel auf dem Screen mit 4 Urchins und einem RIP. Oder auch hier. Wow. Da-da-da-bap-bap-bap. Okay, ja, wie gesagt, ich wär eh lieber klein gewesen. Und, oh. Oh, warten. Oh, diese Spannung. Oh, hat mich das jetzt mitgenommen. Ja, hier soll irgendwo jetzt silberner Peacewedge liegen, habe ich mir sagen lassen. Wo ist denn der? Ist der hier innen drin? Dahinter? Da drin? Nein, da hätte er gar nicht drin sein können. Hier kann ich aber wieder skippen. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine sichere Lösung gegen den Rip da. Sehr schön. Bringt mir das hier was? Ich bleib einfach erstmal hier unten. So, ist hier was? Das sieht eher so aus, als wird das Ganze hier enden. Ja, okay. Gut, da ist eine unsichtbare Wand. Die ist wieder sehr hübsch. Die gefällt mir besonders gut an diesem Level. Dann nehme ich aber einfach mal an, dass hier in der Ecke irgendwo jetzt der Switch rumfühlen muss. Wo ist denn der? Wo? Hallo? Da ist der. Okay, wie kommen wir denn da jetzt am schnellsten ran? So, von hier. So. Okay. Ja, das passiert, wenn man mir so ein Level in die Hände gibt und nicht ganz aufpasst. Entschuldigung. Das war vermutlich nicht der richtige Weg. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber das ist der Weg, den ich jetzt für am schönsten befunden habe. Also, dann kamen hier 4 Urchins. Das heißt, wir wollen hier oben lang. Dann irgendwie dem Rip-Fun-Fisch nicht ausweichen. Das ist nur für die coolen Kids. Außerdem kann man dadurch über diesen Mancher her. Und dich kann ich jetzt eigentlich schon killen. Fuck off. Dann geht's in die Röhre. Und dann gibt's hier drin vermutlich irgendwie jetzt einen blauen Piece. Hi. Na? Oh, wow. Oh, wow. Oh, das ist aber hübsch. Hübsch. Und tschüss. Ich nehme einfach an, da bin ich tot. Ich spring da gar nicht hoch. Das war ziemlich... Also da vermute ich jetzt einfach mal, dass er da nichts hingesetzt hat. Da sterbe ich einfach. So. Und damit können wir jetzt hier drauf drücken. Bonk! Und dann kommen wir hier rein. Nice. So. Es geht in die Tiefe. Aua. Tiefe. Yay. Das bremst mich aus. Das ist dumm, ich will hier runter. Komm, lass mich hier runter. Da geht's rein. Tiefe. Okay. Hi. Oh, warum?
Morsecode. Ich gehe einfach mal in so eine Röhre rein. Die schickt mich hier hin. Und hier leider das falsche Ende, was? Ja, nee, was? Okay, hier ist eine rote Röhre. Ich habe hier gerade so eine Vermutung. Die ist vermutlich dann auch das falsche Ende. Leider das falsche... Okay. Ich gehe jetzt einfach mal in der Theorie nach. Und zwar sehe ich hier vier Farben. Ich sehe blau, ich sehe grün, ich sehe rot und ich sehe gelb. Ich kann jetzt leider aus dem Kopf so nicht das Morse-Alphabet, deswegen müssen wir jetzt einfach mal logisch schließen. Das unten ist rot, denn das sind nur drei Zeichen. Grün. Grün beinhaltet auch den Buchstaben R. Das heißt, dass die dritte Zeile ist grün, denn das R ist auch da. Gelb und blau. Gelb fängt genauso an wie grün. Das heißt, es ist blau, gelb, grün, rot. Blau, gelb, blau, gelb, grün, rot. Ah, das kann ich mir doch nicht merken. Blau, gelb, grün, rot. Blau, blau, gelb, grün und rot. Ich hätte es auch einfach mit Safe States raustesten können, aber ich finde das so viel klüger gelöst. Und dann ist rot hier unten. Sehr schön. Das schickt mich jetzt woanders hin, ja? Irgendwoher kam mir das jetzt aber doch wieder bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht doch gespielt habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sowas in der Art schon mal gesehen zu haben. Es kann auch sein, dass das irgendwo anders her ist. Ich weiß es gerade nicht. Moment. Ohne Höhlenecho. Ich weiß nicht, warum ohne Höhlenecho, aber ich möchte jetzt wissen, ob hier hinter noch was ist, außer Münzen. Yay, so jede Menge nichts. Und hier steht Ende. Und da oben steht nochmal Imero. Okay. Vermutlich wieder eine unsichtbare Wand. Yep. Gut. Warum auch immer ich dann hier speichere und nicht da oben. Das war sehr klug. Yay. Das hätte bestimmt mit Höhenecho auch kluger, schöner geklungen. Warum ich auch immer ich jetzt klug sagen wollte. Also, das erste, was es zu sagen gibt, da steht jetzt THX. 17 Minuten Spielzeit sind für ein Level vielleicht ein bisschen viel. So. Glückwunsch, hast du das richtige Ende gefunden? Das Rätsel war ein Morsecode. Das haben wir erkannt. Blau, gelb, grün, rot. Yay. So. Ja, tut mir leid. Keine Ahnung. Ich kann leider nicht aus dem Kopf mal so eben frei morsen. Könnt ihr gerne in den Kommentaren beantworten oder übersetzen, entschlüsseln, wie auch immer man es nennen mag. Das Level an sich war meiner Ansicht nach für ein Level zu lang. Ich mochte dieses Bunte mit den ganzen Farben. Ich mochte dieses, also an sich war es ein echt cooles Wasserlevel. Allerdings hätte es, glaube ich, von der Länge gereicht, wenn man nur einmal irgendwo einen Switch hinbringen müsste, weil sich das dann doch ein bisschen gezogen hat. Aber an sich farblich und alles, Gameplay, alles super für ein Wasserlevel. Man kann in einem Wasserlevel nicht viel machen, das ist leider das Problem. Aber das, was ich gesehen habe, war ein cooles Level. Und damit machen wir weiter mit dem zweiten von... Gott, in der Mail stand drin, ich soll Seraphin sagen. Von der Aussprache. Seraphin. Sonst weiß ich nicht, was drin stand. Das ist das Einzige, woran ich mich gerade erinnere. Und wir schauen einfach mal in das Level rein. Denn das sah schon mal nach nicht editiertem Intro aus. Hallo Imero, ich schaue mit Freuden deine Let's Plays und dachte, ich mache jetzt auch einen Hack. Have fun. Okay. Werde ich haben. Schauen wir rein. Und ich bin gespannt. Yoshis Haus. Zum Schloss. Okay, da geht's dann gleich lang. Einfach, dass wir schon mal Bescheid wissen. Hallo Mario, ich würde dich gerne auf Kaffee und Kuchen in mein Schloss einladen. Ich würde mich freuen. Okay, Peach. Machen wir gleich. Ich muss erstmal gucken, ob hier drüben was bearbeitet wurde. Es ist meine mir gegebene Pflicht, das zu überprüfen und diese Koopas jedes Mal aufs Neue platt zu machen. So, hier geht's dann wirklich lang. Mario machte sich auf den Weg zum Schloss, als er die Einladung gelesen hatte und auf dem Weg wurde er von Koopas angegriffen. Okay, also gehen wir jetzt erstmal ein paar Koopas platt machen.
nehme ich an. Da geht's hoch. Irgendwie. Okay, wo ist das Sprungbrett? Wo ist mein Sprung? Hast du mein Sprungbrett gesehen? Du bist ein Sprungbrett. Wie komme ich da hoch? Ich würde da gerne. Hallo? Ich will da rüber. Das ist die falsche Richtung, Jungs. So, okay. Ich möchte da immer noch rüber. Warum hat das kein Geräusch? Okay. Man könnte hier auch bestimmt noch. Fuck it. Man hätte da auch hochgekonnt, aber ich glaube, es hätte überhaupt nichts geskippt, von daher lassen wir das sein. Ich hätte immer noch gern mein Sprungbrett. Hallo? Habt ihr mein. Was? Wie komme ich da hoch? Ich würde da gern hoch. Es lässt mir jetzt auch, glaube ich, keine Ruhe, wenn ich das nicht herausfinde. Aber vielleicht wird sich dieses Rätsel später noch für uns lösen. So, bis hierhin ungefähr hätte ich das geskippt und ich hätte nicht skippen wollen, weil ich bei meinem Talent garantiert irgendwo in eine dieser Lücken gefallen wäre, anstatt auf eine dieser, oh Gott, kleinen Plattformen zu landen. Du bist... Wieso finde ich diesen Glitch immer noch so blöd? Ich möchte erst... Okay. Was ist das hier? Das ist... Kann ich in irgendeine dieser Röhren rein? Ich kann in diese Röhre rein. Okay. Hier ist der Mittel... Moment. Moment! Jetzt bin ich neugierig. Geht's hier oben weiter? Es geht... Was? Was? Okay, wir machen mal Folgendes. Wir machen hier mal einen Safe State. Ups. Und finden jetzt erst einmal heraus, für die Wissenschaft, was es hier hinten noch gibt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass sich das hier irgendwie... Moment, bleibt das jetzt hierbei? Also, bleibt das jetzt hier bei sowas? Das, wow. Sind das zwei, oh wow. Sind das zwei Leute? Das ist, ich hab irgendwie das Gefühl, dass das Ganze wow. Mario hat die Schergen von Bowser alle hingerichtet und hat es zum Schloss geschafft. Endlich Kuchen, om nom nom. Nom nom. Also ich muss sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es von zwei Leuten stammt. Ha, ja, Yoshi. Hallo, Yoshi. Grund dafür, ich möchte jetzt erstmal meiner Theorie nachgehen. Die Sache ist halt, dieser zweite Teil ist immer mach diesen Einsprung 6, 7, 8 Mal. Und das war am Anfang, ganz am Anfang noch nicht so. Deswegen weiß ich nicht. Also entweder hattest du irgendwann keine Lust mehr, oder es wurde dir irgendwann ein wenig eintönig. Und hier genau dasselbe. Man macht halt 4, 5 Mal genau denselben Sprung. Oder läuft halt hier dann hoch und macht dann hier 4 bis 5 Mal dasselbe. Also sowas ist ein Hack und teils dann auch schon ein Level. Jetzt lass mich raten, jetzt kommen hier ganz viele Notenblöcke darüber, die auch genau dasselbe beinhalten. Oh nee, nur 3. Okay, ich habe nichts gesagt. So ein Level lebt halt von Abwechslung und das hier ist halt keine Abwechslung. Das sind jetzt 7 Sprünge über Mancha und dann zurück nochmal 7 Sprünge über Mancha. Das ist nicht unbedingt das Spannendste auf der Welt. So. Ich kann jetzt hier runtergehen und dann komme ich durch die Röhre wahrscheinlich wieder zurück, aus einer der anderen beiden Röhren raus. In diesem Fall aus derselben. Okay. Ja gut, was die Münzen am Anfang bedeutet haben, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keinen Weg gesehen, dran zu kommen. Es gab bestimmt einen. Hua, hua, hua. Und ich würde sagen, ja, ich habe jetzt alles gesagt, was mir zu dem Level einfiel. Bereits. Und es hat sich halt ein wenig sehr eintönig angefühlt. Jetzt hat mich noch was irritiert. Ich wollte doch gerade sagen, da unten sind ganz irrelevant. Von der Flughöhe hier unten. Man hat diesen einen Koopa gesehen und das... Wow. Wow. Das ist halt echt nicht so spannend, was hier passiert. Komm mal her. Danke. Dieses Leben habe ich ganz dringend noch gebraucht. Genauso wie diese 3 und auch noch dieses. Gut, damit würde ich sagen, war's das für heute mit Let's Play Level. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder mit 2 neuen Hacks. Bis dahin und...
Tschö, tschö.